Hallo Leute, beste Atmosphäre heute, um mal wieder ein mysteriöses Video zu machen. Ja, heute wollte ich mal eure Meinung darüber wissen, welchem Glaubenssystem der Erde ihr angehört. Ne? Seid ihr Hohlköpfe, Dummköpfe oder Flachköpfe? Ja, ich kann mich nicht so richtig entscheiden, weil alle Theorien haben so ihr Für und Wider. Und ja, wollen wir mal, naja, die normale Theorie kennen wir ja, ne? Moment. Suchen wir im Netz nach Erde, kommen ausschließlich solche Fotos. Perfekt kugelrund und ja, bei einigen ist natürlich schon ziemlich ersichtlich, dass da ein bisschen manipuliert wurde dran. Aber sind die jetzt alle manipuliert? Ja, sowas hier auf alle Fälle. Ja, als ob man da die ganzen Satelliten sehen würde, die hier rumwuseln. Naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin mir da noch nicht sicher. Meinen Ballon habe ich noch nicht gebaut mit meiner Kamera, die ich dann mal in 30, 40 Kilometer hochschicke, um mir das selber anzugucken. Wir werden wohl nicht drum rumkommen. Die technischen Möglichkeiten heute haben wir jedenfalls. Ja, also zur runden Erde brauche ich euch wohl nichts mehr zu sagen. Darüber haben wir in der Schule ganz viel gelernt. Ne? In der Mitte heiß und dann ganz viel Druck und ja, außen drauf schwimmen die Platten. Ne? Ja. Selbst bei der Theorie gibt es ja schon verschiedene Ansichten. Ne? Da ist zum Beispiel hier diese, ja, das habe ich gesucht, die wachsende Erde. Hier die Globen vom Herrn Hilgenberg. Wenn die Erde zusammenschrumpft, dann passen alle Kontinente nahtlos ineinander. Ist doch schon mal verblüffend, oder? Ja, mehr Theorien, da hat Arte mal, hier steht es, ne? Arte, eine Doku mal irgendwann drüber rausgehauen. Gibt es, ja, schöne Hinweise drin, auch für die Elektrofreunde ist da einiges dabei. Aber wollen wir nicht zu viel verraten. Ach, verblüffend, wie viele Bilder es heutzutage über die hohle Erde-Theorie gibt. Das wird ja immer mehr. Ich bin begeistert. Ja, um es kurz zu machen, Erdkruste ist so 1000 Kilometer dick und in der Erdkruste drin, ne, gibt es nochmal Ozeane und Länder und so weiter. In der Mitte dann irgendwie so eine Art, da wurde schwarze Sonne dann dazu gesagt, ne? Auch so ein Ding, was dann irgendwie Licht macht, innen drin. Und die Schwerkraft wäre dann praktisch hier in der Erdkruste sozusagen. Deshalb kann man von außen drauf stehen und wird nicht rausgeschleudert, wenn die sich dreht. Ne? Und von innen, ja, weiß halt, wie es ist, von innen dann, da müsste man ja eigentlich schwerer sein. Hm. Naja, okay. Ich war auch noch nicht drin gewesen. Ne? Am Nord- und Südpol sollen die Eingänge sein. Das soll atmen, ne? Alle 1,6 oder 1,8 Jahre mal aufgehen und dann wieder zugehen für eine ganze Zeit. Habe ich darüber gehört. Wie gesagt, alles Verschwörungstheorie. Keine Ahnung, ob was dran ist oder nicht. Aber interessant ist es trotzdem, sich da mal so ein bisschen reinzulesen. Eines der Hauptargumente für die hohle Erde-Theorie ist zum Beispiel die Geschichte von den Herrn Jansen, ne, also von Vater und Sohn, die da irgendwann mal durch Zufall in den Nordpol reingeraten sind, ein Jahr dann drin verbracht haben wollen und dann am Südpol wieder ausgespuckt sind, wo der Vater dann irgendwie draufgegangen ist. Und den Sohnemann haben sie dann eingesperrt, angeblich nachweislich. Norwegen oder Schweden? Tja, das wäre mal gut nachzurecherchieren, ob es diese Psychiatrie da wirklich gegeben hat und ob das wirklich stimmt, dass der Herr Jansen da so eine Story erzählt hat. Ne? Bisher habe ich es halt nur aus diesen Verschwörungsquellen, aber ich würde da mal gern andere Quellen hören wollen, ne? Denen ich vertrauen kann, die ich kenne. Ja, am besten mal selber hinfahren. Ja, oder mal gucken, was es da noch so gibt. Ist ja nicht das Einzige. Ein anderes Argument, was sogar auf Wikipedia ganz offiziell steht, ne, also da muss dann wohl was dran sein, ist die Story vom Admiral Byrd, der 1946 mit seinen, ich weiß nicht, 7000 Mann oder so, dann am Südpol eingeflogen ist. Ich weiß nicht, ob die Hitler gesucht haben oder so, keine Ahnung. Und jedenfalls dann nach 3 Wochen ganz überraschend abgebrochen haben ihre Mission. Dabei einige Flugzeuge und ich glaube ein paar U-Boote haben sie auch verloren. Ja, da weiß auch niemand so richtig, warum, wieso, weshalb. Also soweit jemand, den ich kenne. Vielleicht habt ihr jetzt aktuellere Quellen dazu. Und der will in seinem, da gibt es ein Tagebuch von ihm, was angeblich eine Fälschung sein soll. Und darin beschreibt er eben auch, dass er
drin gewesen ist, ne? So, wen da ein paar physikalische Daten dazu interessieren, der stolpert sowieso drüber, wenn er hohle Erde eingibt. Na, da, das Pendulum-Experiment wird da jedes Mal wieder herangezogen. Und auch die Dichtemessungen der Erde haben angeblich bewiesen, dass da drin nicht alles ganz so ist, wie wir uns das so denken. Und nun, wer hätte es gedacht? Wieder zurück zur Scheibe. Die Flachköpp-Theorie. Die flache Erde. Ja, da schaut es angeblich so aus, dass unser Südpol ringsherum ein riesengroßes Eisgebiet ist und unsere Kontinente dann so hier da drinnen liegen. Klingt erstmal komisch, aber die Argumente dazu, heieiei, die muss man erstmal außer Kraft setzen. Eines der ersten wirklich durchaus überzeugenden Gegenargumente sind, wenn über offizielle Quellen Bilder über unsere Erde veröffentlicht wird, dann ausschließlich mit Fischaugenoptik. Ne, ihr kennt das, wenn ihr vor eurer Linse so ein Fischaugen oder so ein Filter reinmacht, ne, dann wird alles rund, ne, und mit dem Vorteil, ihr kriegt dann halt mehr aus Bild. Aber sieht's denn so wirklich aus? Zum Beispiel der Herr Baumgartner, ne, der ist doch irgendwann für Red Bull vor ein paar Jahren dann von da oben gestartet und auch der, könnt ihr ja mal hingucken, hat eine Fischaugenkamera gehabt. Ja, und die Aufnahmen von irgendwie in der Raumstation da oben, das ist auch alles Fischaugenoptik. Guckt mal hin. Tja, eine der wenigen, die keine Fischaugenoptik benutzt haben, sind zum Beispiel solche Aufnahmen hier. Ja, das ist so ein Projekt von Schülern und von jungen Leuten. Ja, die haben sich selber so einen Ballon gebastelt, eine Handykamera, glaube ich, reingebastelt ohne Fischaugenoptik und sind dann mal in ein paar 10, 20, 30 Kilometer Höhe gestartet und haben da mal ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, ich habe es mir angeguckt. Also man sieht ab und zu ein bisschen was, aber ganz so rund, wie das auf diesen NASA-Bildern und den ganzen offiziellen anderen Bildern ausschaut, sieht es da nicht aus. Meiner Meinung nach. Bin da gerne auf eure Meinung gespannt. Ein anderes Argument, was ich gerne mal erklärt hätte, sind die Flugrouten zwischen bestimmten größeren Städten der Welt. Und da schaut es dann hier so aus. Ne? Wieso fliegen die nicht von da nach da direkt? Ist hier die ganze Zeit in Gegenwind? Und selbst wenn Gegenwind ist, könnte man immer in die Richtung auf alle Fälle mitfliegen. Wäre doch viel kürzer, oder? Wieso machen die das? Und da war dieses Bild hier wirklich, das hat mich wirklich zum Grübeln schon irgendwie gebracht. Wenn man es jetzt so sieht, unsere Flachkopftheorie, also tja, die Erde so hinpratschen, dann ist das hier wirklich die größte Entfernung. Und dann macht es wirklich Sinn, so hier zu fliegen im Dreieck. Und in dem Zusammenhang, das hier ist irgendwie das alte Logo und das ist jetzt das aktuelle Logo.